aus. Ja. Grüßen Applaus! Ja, noch mehr, lauter. Ja. Unser kleiner Feuerteufel. So, wir fangen jetzt langsam an und werden schneller. Wurde uns gerade gesagt, ja. Thank you.
Wir haben ein bisschen schneller, ja? Das ist sonst zu langweilig für uns. Mittel! Jetzt Mittel! Ich lasse immer weiter!
Wir sind fertig. Applaus für uns.
Dankeschön. So, liebstes Volk zu Spandau. Die Stimmung am Brodeln, unsere Finger fast verbrannt. Jetzt wird es Zeit, dass einer von euch leidet. Und zwar brauchen wir eine wunderschöne Jungfrau, möglichst ohne männliche Begleitung. Gibt es da Freiwillige? Aber gut, das sind über 18 Jahre, mein Kind. Ja. Stimmt, und Jungfrau hat eine Bedeutung. Aber das macht gar nichts an der Stelle. So, hast du eine ausgemacht? Wie, du willst groß werden? Ah, da hinten, die versteckt sich ganz hinten. Ach, die! Ihr großer Bruder hat auch nichts dagegen. Herzlich willkommen. Jungfer, wie ist dein Name? Jana, einmal in die Mitte. Sehr schön. Blick zum Publikum. Mesdames et Messieurs, Applaus für Jana. Nein, halt. Stopp, halt. Ich hatte um Applaus gebeten, nicht um Mitleid. Ein anständiger Jubel für Jana. Das klingt schon besser. Jana, deine Aufgabe ist sehr einfach. Du musst nur hier stehen, nach vorne schauen und schön sein. Das fällt dir leicht, denn es wird ja bald Nacht. An dieser Stelle merken wir, ob das Publikum noch bei uns ist. Jana, das war natürlich nur ein kleiner Scherz. Du musst hier stehen, schön sein. Wir werden dann 6 brennende Fackeln um dich herumschleudern, laut und deutlich auf 3 Zellen, hoch über deinem Kopf ein wunderschönes Kunststück vollbringen. Wir zaubern dir Sonne, Mond und Sterne direkt in dein Herz. Ja. Liebe Jana, weil das unglaublich romantisch ist, wirst du bald 3. Ich sehe es schon an deiner Begeisterung. Voll verzückt, den Kopf in den Nacken legen, den Himmel zu unser aller Herrgott emporblicken und lauthals staunen. Ja, kannst du staunen. Herrgott, staune mal. Jana, staunen bei uns geht aber so. So. Ja, vielleicht kannst du einmal ganz laut fürs Publikum Probe staunen, bitte. Moment. Jana, das war schon sehr schön, aber du weißt, da ist so ein kleiner Unterschied zwischen Staunen und Stöhnen. Wir haben immer noch ein paar der Kindlein hier. Schon durchschaut. Jana, ganz wichtig, Arme an die Seite, Blick nach vorne. Uns kann bei der Nummer überhaupt nichts passieren. Ja, atme tief durch, Jana, es geht los. Jana, ganz wichtig, mach die Augen auf, die Menschen wollen die Angst in deinen Augen sehen. Ganz wichtig, Jana, wenn die Leute gleich ganz laut klatschen, nicht verbeugen! Jana, alles was du machst, ohne Hände. Mach die Hände runter. Ja, so. Gut, Jana, ganz wichtig, tu mir nichts vor, damit du spuckst. Ja, sieht schon besser aus. So, Jana, also wir sind soweit. Achso, nee, könntest du noch ein bisschen mehr Haltung annehmen? So Bauch rein, Brust raus. Ich sehe keine Haltung. Warte, sie hat es nicht verstanden. Bauch rein, Brust raus. Ah! Zwischenapplaus für die Brust! Weiter Anlauf, bitte! Naja, manchmal ist es. Also, Jana, bei 3 Kopf in den Nacken und dann lauthals oral staunen. Es geht los. Oh! 1! Bei 3 Jana nicht zu früh kommen. Auch hier ein 2. Anlauf. Gleich ist die Fackel aus. So. Und 1! Und 2! Und 3. Und jetzt kommt für die Nacken. Staunen! Lauter! Noch lauter! Applaus für Jana! Jana, herzlichen Dank auf Herzen. Küsschen links, Küsschen rechts. Moment, warte. Jana, du warst so eine tolle Assistentin. Da hat der Kollege natürlich vor dem Spektakel ein Geschenk vorbereitet. Okay. Jana, du warst eine einzigartige, wunderhübsche, sympathische, anmutige, nette, liebenswerte. Du bist jetzt endlich fertig. Ja. Ach, Jana, du warst der Augapfel dieser Darbietung. Eine noch nie dagewesene, wahrscheinlich auch eine nie wieder da sein werdende. Jana, du warst eine so unvergleichliche, eine wunderbare, eine wundervolle. So, jetzt Vorsicht. Jana. Jana, du warst so eine bezaubernde Assistentin, da benutzt mein großes Herz ganz für dich allein. Applaus und Dankeschön, Jana. Und Jana, du darfst für dich herrlich. So, liebes Volk, der Kollege wird als nächstes eine sehr gefährliche Nummer vorführen. Alle Kinder jetzt darauf hingewiesen, macht das bitte nicht zu Hause nach. Das ist wirklich sehr gefährlich. Wenn ihr es nachmachen wollt, macht es nach den Ferien in der Schule. Ja, wir waren nicht auf der Waldorfschule. So, es dauert ein bisschen, das brennt noch mit. So, liebes Publikum, ich werde jetzt gleich Feuer für euch schlucken. Aber bevor ich das tue, habe ich noch 3 schöne kleine Kunststücke vorbereitet. Ich will mit einem kleinen beginnen, was ich nenne heiße Küsse, aufgepasst.
Kollege ist noch zu haben. Genau in die gleiche Richtung, ich bin noch zu hart. Heiße Küsse, aufgepasst. So, und jetzt habe ich zum Abschluss der drei kleinen Kunststückchen ein besonderes für die Damenwelt vorbereitet. Das nennt sich Lady Shave. Ist enorm kostensparend, stimmt leider ein bisschen, aber aufgepasst. Oh, die Winterpause war lang, die Haare sind gewachsen. Dankeschön. So. Aber ich habe euch versprochen, ich will das Feuer noch in meinem Munde löschen, also werde ich das tun. Wichtig dabei, je näher die Flamme zu meinem Mund kommt, desto lauter muss ein Raunen aus dem ganzen Volke werden. Ich glaube, das müssen wir üben. Einmal alle die Arme nach vorne, entspannen. Das lockert ungemein. Gerade nicht. Alle. Auch die Senioren mitmachen. Aufgepasst. Und es wird lauter. Bevor das letzte Kunststück diesen Abend hier auf der Zitadelle beschließt, hat der Kollege, ich möchte fast sagen, noch eine sehr traurige Geschichte mitgebracht. Ja, wir sind hier alle zusammen, die Spielleute, unsere Fakir-Kollegin und wir beide sind weitgereifte Spielmänner und Gaukler. Und waren heute den ganzen Tag hier und werden die nächsten zwei Tage immer noch da sein, um euch zu unterhalten. Aber gestern Abend hat der kräftige Genuss von viel Rotwein ein Riesenloch in unseren Säckel gegraben. Demonstratio der Armut. Ja. Für dieses wirklich schwerwiegende Problem gibt es aber natürlich eine ganz einfache Lösung. Ihr kommt nach dem Finale zu uns und gebt uns einfach all euer Geld und wir sind wirklich glücklich. Und liebes Publikum, denkt daran, es ist die letzte Nummer für heute Abend. Ihr braucht das Geld ohnehin nicht mehr. Ich sehe schon, einige haben nicht verstanden, was wir meinen. Also, liebes Publikum, wir sind sehr viele hier und wir haben großen Durst. Und je mehr ihr uns gebt, desto mehr haben wir. Ah, ich sehe schon, jetzt ist diese Stille wieder eingekehrt. Ein kleines Beispiel. 5 Euro sind normal. Das bekommen wir überall. Danke, mein Kind, geh schnell und hol noch mehr. Ich habe eine Metallallergie. Ja, gebt ihr uns 10 Euro, macht uns das wirklich glücklich. Und für 50 Euro dürft ihr uns nach der Show auch direkt mit nach Hause nehmen. Das ist neu, oder wie? Ihr könnt auch einen von den Musikern haben. Für 25. Schatz, gib Geld. So, liebes Volk, der Kollege wird jetzt zum Abschluss noch den Himmel erlöschen, erhellen. Ja, ich lösche ihn auch. Ja, pass mal auf. Ich werde gleich aus diesem schönen Fläschlein hier trinken, danach kann ich nicht mehr mit euch reden. Es wäre schön, wenn ihr dennoch mit mir auf 3 zählen könnt. Ja, nehmt das blonde Mädchen weg, die Blonden brennen am besten. Ja. So. Als dann mit mir gemeinsam auf 3. Achso, ich sag zuerst einmal Prost und Adieu. Er legt sein Feuer in seinen Mund. Nee, warte mal. Was anderes. 10 Uhr. Vielen Dank.